Moin Moin liebe Freunde und willkommen zu diesem kleinen Video. Heute zeige ich euch mal ein neues Spiel, was ich mir vor kurzem geholt habe. Ich habe es schon ein bisschen gespielt und zwar den großartigen Rasenmähen-Simulator. Ja? Warum zeige ich euch das jetzt erst, nachdem ich schon 2 Mitarbeiter habe und etabliert Rang 4 bin? Ich habe mir einfach gedacht, das Spiel ist eigentlich so langweilig, dass sich das Video nie mehr angucken würde. Ja, aber ich möchte es trotzdem einmal zeigen, euch einmal vorstellen, damit ihr wisst, worum es geht. Auch wenn der Name schon alles sagt. Aber wenn ihr das Video seht, wisst ihr, was auf euch zukommt. Und dann, wir haben hier quasi unser Hauptquartier. Wir haben 2 Mitarbeiter, die kosten wöchentlich natürlich Geld. 3 Fahrzeuge haben wir schon. Hier haben wir die Möglichkeit, uns Aufträge auszusuchen. 5 Stück haben wir zur Auswahl. Ja, hier kann man meine Mitarbeiter sehen. Ich habe einen Gesellen, den guten Robin und ein Profi, die Sophia. Hier in meiner Garage seht ihr meine 3 Mäher. Das sind schon bessere, als man zum Anfang haben kann. Ich glaube, den hier kann man, glaube ich, auch ganz am Anfang haben. Man kann natürlich neue kaufen. Aber die beiden hat man von Anfang an zur Auswahl. Man muss sich für einen aussuchen. Man muss sich für einen entscheiden und kann sich dann hier noch ganz viele weitere kaufen. Das sind alles unterschiedliche Rasenmäher mit unterschiedlichen Mäharten. Zum Beispiel mit einem Fangkorb oder Mulcher, Seitenauswurf, Heckauswurf gibt es noch. Wie gesagt, ich habe die 3. Das ist meine neueste Errungenschaft. Ist in der Fahrweise ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ich zeige es euch einfach mal. So, ich gucke immer, wo man am meisten Geld verdienen kann. Das hier. Das ist so eine Pferdekoppel. Dauert ultra lange zu mähen. Also einmal durfte ich die schon mähen. Deswegen macht die einfach mal einen Mitarbeiter. Einfach mal so, weil ich keinen Bock drauf habe. So, ihr kriegt den jetzt zur Auswahl. Auftrag bestätigen. Dann suchen wir uns auch einen Auftrag für den zweiten Kollegen aus. Oh, die hätte ich noch gar nicht. Die mache ich gleich. Die wähle ich für mich aus mit dem neuesten Rasenmäher. Und dann haben wir noch einen zur Auswahl. 300. 435. Macht dann der letzte Kollege. So, jetzt werden quasi alle 3 Aufträge gleichzeitig gestartet. Und wir legen mit unserem eigenen los. Wir haben am Anfang eines Auftrags Zeit, das Gelände abzusuchen und Gegenstände aufzusammeln, die dann auch auf dem Rasen rumliegen. Das müssen wir machen, damit wir unser Rasenmäher nicht kaputt gehen würde dadurch. So, das ist Grundstück. Schon wieder so eine Pferdekoppel. Viele Bäume, viele Hindernisse, die es zu umfahren gilt. Ja, wir laufen los. Wo sind sie denn? Hier haben wir einen. Das ist so eine Glasflasche. Hier hinten ist noch eine. Weiß nicht, warum die hier einfach rumliegen. Finde ich eine Frechheit, sowas. 5 Gegenstände sollen hier insgesamt liegen. Das Gute ist, wenn man sich hier in die Ecke stellt, wird das Gras da hinten nicht gerendert. Das heißt, da kann man dann schon die Gegenstände sehen. Hier haben wir auf jeden Fall noch eine Flasche. Eine Cola-Flasche. So, und jetzt müssen wir gucken. Bin ich einmal rübergelaufen, habe nicht alle Gegenstände gefunden. Die sind auch nicht immer ganz so leicht zu sehen. Da. Hier, keine Ahnung, was das sein soll. Irgendwie ein Ast oder so. Noch 4,5 Minuten. Man kriegt natürlich auch ein bisschen Bonusgeld, wenn man sich hier gut anstellt und die Gegenstände in einer guten Zeit findet. Aber aktuell sehe ich hier gerade gar nichts mehr. Bin ich denn so blind? Dann laufe ich mich hier jetzt mal eine Bahn. Liegt da hinten was? Oder ist das nur ein Grasbüschel? Och, das ist ja fies. Steine. So, abgeschlossen. Jetzt gehen wir zu unserem Meer. Hier ist das gute Stück, auf unserem Anhänger. Ab hier spiele ich mit Controller. Erstmal anmachen.
So, dann müssen wir die Drehzahl erhöhen. Und die Schnitthöhe, die finden wir hier in der Auftragsbeschreibung. Schnitthöhe. Schnitthöhenspanne heißt das hier. 6 bis 7 cm. Machen wir 6,5 und los geht die wilde Fahrt. So. Wir mähen natürlich gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Schmeißen die Messer an und fahren los. Wie gesagt, dieser Mäher ist sehr gewöhnungsbedürftig, was die Steuerung angeht. Er ist zwar schnell, mäht auch recht breit, aber die Steuerung ist echt nicht empfehlenswert. Er kann super Kurven ziehen, aber so generell, weiß ich nicht, also um Baum rumfahren geht einfach. Aber manövrieren hier ist echt ein Krampf. So, Ziel ist es natürlich, den kompletten Rasen zu mähen. Also nicht ganz komplett, ich glaube, man hat immer ein bisschen Toleranz. Aber man muss jetzt nicht jedes Grashalm mähen. Ich glaube, 99,8% muss man mähen. Je schneller man ist, desto mehr Geld gibt's oder Erfahrungspunkte. Man muss aufpassen, dass der Motor nicht überhitzt. Ich glaube, ich bin ein bisschen davor. So. Wenn der Drehzahlmesser im roten Bereich ist, dann muss ich langsamer fahren oder darf nicht so viel auf einmal mähen. Minuspunkte gibt es für Kollision mit dem Meer oder wenn ich irgendwelche Blumen kaputt mähe. Ne, auch schon das ein oder andere Mal passiert, ist auch nicht schlimm. Das ist jetzt nicht so viel Geld, was da flöten geht. Aber es ist trotzdem ärgerlich. So, eine Runde haben wir geschafft, jetzt geht es schon in die nächste Runde. Wir fahren hier direkt um den Baum rum. So, dafür ist der Meer perfekt für sowas. Für alles andere kann ich andere Meer empfehlen. So, wenn der Motor den roten Bereich erreicht hat, dann wird auch nicht mal alles gemäht. Dann muss man einmal zurückfahren. Oh, voll mitgenommen den Baum. Das spiegelt sich natürlich auch im Fahrzeugzustand wieder. Ja, ist dann nicht unzerstörbar, das Teil. Oben rechts kann man den Fortschritt schön sehen. Knapp 10% haben wir jetzt. Und das Ding geht echt ab wie nichts Gutes hier. Mit 14 km/h Fass. Das schafft schon ordentlich was. Und trotz der schlechten Steuerung ist es aktuell mein Favorit. Gerade weil er so schnell ist. Und weil es ein Mulcher ist. Ein Mulcher, die schneiden das Gras dann nur ganz klein und lassen den ganzen Scheiß liegen. Anders wie beim Seiten- oder Heckauswurf, wo dann das geschnittene Gras einfach liegen bleibt. Muss man auch aufpassen, manche Kunden mögen das gar nicht, wenn man die ganzen Blumenbeete voll mit Rasenabschnitt vollpustet. Ist nicht gerne gesehen. Und wenn man das nicht beseitigt, gibt es auch Strafe. Deswegen Mulcher, damit kann man nichts falsch machen, da muss man sich um nichts kümmern. Da bleibt einfach nichts liegen. Ja, und das ist quasi das Spiel, ne? Man mäht einfach Rasen. Ja, musste bestimmt jeder von uns früher machen, weil die Eltern keinen Bock mehr drauf hatten und die Kinder alt genug waren. Auch ich kam in den Genuss, einen Rasen zu mähen. So, wenn man die Steuerung einmal raus hat, so ein bisschen dran gewöhnt hat, dann geht das auch alles. Aber jeder Mäher verhält sich anders in der Fahrweise. Und ich bin so ein klassischer gegen den Uhrzeigersinn-Mäher. Wenn es nicht anders geht, mache ich das gegen den Uhrzeigersinn. Ist natürlich blöd, wenn ich einen Seitenauswurf habe und die rechte Seite ist irgendwie ein Blumenbeet oder so. Dann muss man eben die erste Tour im Uhrzeigersinn fahren. Und ab der, oder die ersten beiden Touren und ab der dritten Tour wechselt man dann in die Richtung. Dann hat man alles schön gesammelt irgendwann in der Mitte liegen.
Ja. Im Prinzip haben wir alles gesehen. Wir haben natürlich die Möglichkeit, unser Hauptquartier zu erweitern, um so mehrere Garagenplätze freizuschalten, um dann auch neue Mitarbeiter einzustellen. Vorsicht, nicht zu schnell. Also ich muss zugeben, dieses Spiel ist echt entspannt. Ich habe mir das gekauft, weil ich einfach nur mal reingucken wollte und habe dann mehrere Stunden direkt gespielt. Irgendwie so ein gewisser Suchtfaktor ist da auf jeden Fall vorhanden. Aber ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich das jemand echt angucken wollte. Deswegen habe ich es erstmal nur für mich gespielt. Aber trotzdem muss ich das einfach zeigen. Oh. Hier wird gefuscht. Manchmal komme ich auch in den Genuss, dass mir schwindelig wird. Gerade wenn man so enge Kurven fährt oder Bäume rum und so. Und auch die Optik vom Gras, das ist nicht jedermanns Sache, glaube ich. Es gibt aber bestimmt den einen oder anderen, die sagen, boah, ne, da wird mir schlecht bei dem Spiel. Kann ich verstehen, auf jeden Fall. So, wir haben schon über ein Drittel geschafft. Was sagt ihr dazu? Wir sehen leider nicht ganz so viel vor dem wunderschönen Grundstück, weil ich immer so ein bisschen nach unten gucke. Einfach um zu sehen, wo ich mähen muss. Weil man gerne immer so eine Hälfte überlappen sollte, um den Motor nicht zu überhitzen. Wenn ich die Kamera ändere, so. Ich meine, es würde auch gehen, theoretisch, ne? Aber so sieht man nicht ganz so viel. Gerade in den Kurven könnte das schwierig werden. Kurze Überhitzung. Ja. Ich spiele lieber so. Ja, was muss man noch machen? Man muss auf diversen Grundstücken Rasen mähen. Ja, entweder bei Privatpersonen oder im Park durfte ich neulich auch mähen, im Stadtpark. Manchmal darf man sogar Müll sammeln. Ich hatte einen Auftrag, den habe ich nicht selbst gemacht, sondern habe ich auf einen Kollegen von mir abgewälzt. Der durfte erstmal schön ein Stündchen im Park Müll sammeln. Gibt natürlich auch Geld. Aber ich glaube, es war jetzt nicht so viel wie dieser Auftrag zum Beispiel. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch Wetter. Ne, bei Regen mäht es sich sehr viel schwieriger. Man muss langsamer fahren, um das Ganze, damit man das ganze Gras mähen kann. Man muss seinen Fangkorb leeren, sofern man einen hat. Ich habe jetzt ja keinen. Ich weiß gar nicht, was das Teil hinten dran ist. Was soll das? Warum sieht das aus wie so eine komische Wespe oder so? Ist das dürfte ja der Motor sein, ne? Aber warum baut man das so komisch? Mit so einer komischen Lenkung? Ich begreife das nicht. Und jetzt kommen wir zum Punkt, wo das Gras länger wird und der Motor häufiger überhitzt. Das finde ich mal nervig. Manche Stellen, da kann man schön durchziehen mit seinen 14 km/h. An anderen Stellen kann man nur die Hälfte fahren. Und gerade mit Maus und Tastatur ist es dann doch ziemlich knifflig, da irgendwie die Geschwindigkeit zu verringern. Die Drehzahl kann ich leider nicht verringern, dann geht mir der Motor sofort aus. Und sowas hasse ich ja hier. Sowas hasse ich echt mit dem Meer. Aber ich glaube, aktuell ist das der effektivste Mäher, den wir haben. Schöne Schlangenlinie fahren. Die Hälfte haben wir schon. So, und hier ist der Rasen wieder länger. Hier muss man echt aufpassen. Auch wenn der Mäher so breit ist, kommen wir hier nicht gut voran. Wir haben im Drehzahlmesser, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann, so ein der weiße äußere Kreis, der füllt sich immer. Und wenn der an dem roten Pfeil ankommt, dann ist schon zu spät. Dann ist der Motor überhitzt
Wir müssen langsamer werden. Deswegen muss man da auch immer ein kleines Auge drauf werfen. Dass man da nicht zu sehr ausschlägt. Na, schon wieder passiert. Man kann natürlich mehr mähen und langsamer werden. Jetzt mähe ich relativ breit, aber fahre dafür sehr langsam. Muss man für sich selbst entscheiden, was einem da lieber gefällt. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine Option gibt, die effektiver ist. Oder ob das egal ist. So, hier sind wir schön rumgekommen. Schöne Sache. Ich bin eher derjenige, der schnell fährt und dann lieber ein bisschen weniger mäht. Aber das bleibt euch überlassen. So. Wir kommen auf jeden Fall gut voran. Wichtig beim Mähen ist natürlich auch, die Kurven, die man so fährt, mit der Zeit zu optimieren. Ja, das heißt, wenn man irgendwann oder wenn man am Anfang eine 90-Grad-Kurve hat, muss man so mähen, dass es später eine geschmeidige Kurve wird. Das ist der Trick beim Rasenmähen. Und ich glaube, das habe ich schon ganz gut gelöst. Gut, bei diesem Auftrag hier ist es einfach, weil man nur ein paar Hindernisse hat. Aber sowas hier, die Kurve könnte auch ein bisschen abgeflachter sein. Und die hier auch. So. Dauert natürlich immer ein paar Runden, bis man da besser durchkommt. Aber das spart natürlich Zeit. Ja, immer dieses Hin- und Herfahren, um seinen Wagen neu auszurichten, das kostet Zeit, Leute. Und Zeit haben wir hier als Rasenmäher überhaupt nicht. So. Hier kommen wir noch gut rum. Na, oh, da haben wir ein paar Grashalme stehen lassen. Das ist gar nicht gut. 0,2% als Toleranz klingt jetzt nicht viel, aber wenn man mal so ein paar Grashalme hier stehen lässt am Rand oder so, das ist nicht schlimm eigentlich. Sollte nicht ins Gewicht fallen. Natürlich, je kleiner das Grundstück ist, desto geringer ist auch die Anzahl der 2% an Grashalmen, ne? Das muss man natürlich beachten. Wenn man eine relativ große Fläche hat, die man mähen muss, sind 2% in der Anzahl der Grashalme natürlich mehr, als wenn man ein kleines Grundstück hat. So, aber wir haben 80%. Ein bisschen mehr Gas geben hier, glaube ich. In der Regel dauert so ein Auftrag, also so zwischen 20 und 40 Minuten. Also ich hatte schon einer, dauerte 40 Minuten. Das war aber auch echt mühselig, 40 Minuten hier zu mähen. Da wirst du kloppt im Kopf. Mal hat man Aufträge, wo man in einer Viertelstunde schon fertig ist. Kommt natürlich auch immer auf den Mäher drauf an, welchen man da gerade benutzt. Links unten kann man den Fahrzeugzustand sehen vom allgemeinen Fahrzeug und Motorzustand und auch das Messer, der Messerzustand. Wenn man zu lange über einen Boden fährt, den man gar nicht mähen muss, dann schadet das den Messern, wenn man irgendwie über Gehwege fährt und die Messer noch aktiviert hat. Nicht schön. Den Motor überlastet man, habe ich das schon erklärt, indem man den Motor überhitzt. Und Fahrzeugzustand, ja, wenn man irgendwo gegenfährt, ne? Muss man alles reparieren? Oder sollte man auf jeden Fall reparieren? Aber das ist jetzt nicht so teuer, dass es irgendwie ins Gewicht fällt. Und tanken muss man hier auch. So, wir kommen zum Schluss, würde ich sagen. Ach ja, eine Sache kann man noch erwähnen. Wenn man zu lange auf einer Stelle fährt, quasi beim Drehen, wenn man sich zu lange in eine Richtung dreht, dann kann man auch den Boden zerstören. Auch das kostet
Strafgeld. Na, deswegen nicht 360 Grad oder 180 Grad drehen, sondern lieber ein paar Wendungen mehr machen. Und ein paar Züge. Nicht ein paar Wendungen, ein paar Züge mehr machen. Damit man da den Boden nicht aufreißt. So, die letzten Prozent. Wir haben 99,3. Das sollten wir eigentlich schaffen. Ohne noch irgendwelche Sachen auszubessern. Komm hier nochmal rüber. Siehst du, der Auftrag abgeschlossen. Mehrwerk kann auch oben. Und jetzt müssen wir unser Fahrzeug nur noch rückwärts auf dem Anhänger fahren, um den Auftrag zu beenden. Oh, wieder eins. Da sieht man mal den schön gemähten Rasen. An die eine Stelle gucken wir lieber gar nicht. Da. Oh, schön Close-up jetzt. Ja, muss man nicht mähen. Na, man muss keine 100% machen. Super. Das haben wir geschafft. Hier kann man die schöne Zusammenfassung sehen. 1000 Pfund gab es insgesamt. Na, hier kann man die Strafen sehen. 4 Pfund Strafe muss ich zahlen durch Kollision. Ist jetzt nichts Wildes, ja? Das war aber mein Auftrag. Jetzt kommen die Aufträge meiner Mitarbeiter. Hier gab es 1655 Pfund. Auch er hat ein paar Kollisionen verursacht. Da muss ich mal ein Wörtchen mit ihm reden. Und hier gab es 348. Auch ein paar Kollisionen. Ui. Der muss aber richtig leiden hier. Was ist da denn los? Ja, Wochenbericht. Gesamtverlust 5000 Pfund. Weil ich mir eben erst ein mehr für 10.000 gekauft habe. Neuer Rang etabliert. Rang 5. Schön. Profi-Herausforderung 4. Und jetzt kann man erstmal in die Werkstatt gehen und seine Sachen reparieren. Kostet 5 Pfund. Tanken kostet 1 Pfund. Das ist jetzt nichts Wildes hier. Na gut, 36. 8. 3. Die fahren damit aber auch wie die besenkten Säue hier. So. Alles wieder schön auf Vordermann gebracht. Hier kann man sich Zentralen kaufen. Ich bin aktuell in dieser hier im Whitehall House mit 3 verfügbaren Plätzen. Dann gibt es ja natürlich noch 6 Plätze und das letzte ist unbegrenzte Plätze. Da freue ich mich auch drauf. Kostet auch nur 200.000 Pfund. Das war's. Mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. Das nächste, was man macht, ist jetzt wieder Aufträge aussuchen. Und das ist das Spiel. Man kann noch Darlehen holen. Habe ich das noch nicht gebraucht. Neue Sachen kaufen, neue Mitarbeiter einstellen, Aufträge auswählen, mähen. Das war's. Was man noch erwähnen kann, ist, dass man die Hauptquartiere auch aufwerten kann. Mit 1500 Pfund kann ich jetzt quasi einen Platz zusätzlich kaufen. Das geht bis zu 3-mal. Dann war's das aber auch. Und irgendwo noch hier Werbung schalten, gibt es auch Social Media Werbung, Handzettel vor Ort und Druckmedien, kriegt man einen Bonus auf die Erfahrungspunkte, auf die Reputationspunkte. Aber irgendwo konnte man auch noch Aufsätze für die Mäher kaufen. Wartung, Aufsatz. Geht nicht, ist noch nicht freigeschaltet vielleicht. Oder gibt es für den keinen? Für den gibt es auch keine. Für ihn auch gibt es Aufsätze. Was hat er denn so? Er hat ein Mulchwerk. Ein Mulchwerk ist natürlich für diesen Mäher Premium. Das ist aktuell ein Seitenauswurfmäher. Aber... Ja komm, er nimmt den Mulchwerk. Kaufen. Das heißt, das ist jetzt ein Mulcher. Muss ich das irgendwo noch aktivieren hier? So. Ja, nice. Das war eigentlich immer so mein Lieblingsmäher, weil er eine geile Lenkung hat. Nullwendekreis. Dann suchen wir uns noch einen Auftrag raus hier für uns, oder? Hier 1300. Diese komische Apfelbaum, diesen Obstgarten. Da habe ich keinen Bock zu. Das macht irgendeiner von euch.
bitteschön. Gerne auch mit dem mehr. Zack. Dann haben wir 900. Da, wo wir gerade waren, das macht der andere. Der andere Dude. Und wir suchen uns ein schönes Grundstück aus. Ja, den Vorgarten. Das ist das Grundstück, was man ganz als erstes machen muss. Die Schnittbreite ist größer als für diesen Auftrag empfohlen. Ist mir egal. Ich mach's einfach. Auf geht's. So, das ist ein kleines süßes Grundstück. Von irgendwie so einem schönen Ferienhaus. Ich muss sagen, das ist immer ganz hübsch gemacht alles. Wir haben schon den ersten Ast. Noch ein Ast. Und ein Gartenzwerg. Siehst du, das war's schon. Ich habe mal 17 Sekunden gebraucht. Das gibt Bonuspunkte. So. Dann wollen wir mal starten hier. Wie viel Breite oder Höhe? 5 bis 6 cm. 5 bis 6 cm. Machen wir 5,1, anders geht's nicht. Geil, jetzt haben wir so einen schönen Mulcher. Und guck mal hier, wie schön sich das Ding drehen lässt hier auf der Stelle. Ist das nicht was Feines? So, jetzt muss ich mir auch keine Gedanken mehr um die blöden Pflanzen machen. Und wir legen direkt los hier, komm. Und direkt eine Kollision verursacht. Weil ich mich jetzt so sehr an den anderen Meer gewöhnt habe. Das ist natürlich auch immer schön, ne, wenn man irgendwelche Äste im Gesicht hat. So, die Steuerung ist echt ausbaufähig. Man muss den Joystick hier nur einmal bewegen und schon dreht eine richtige Kurve. Deswegen am Anfang gerne einmal langsam hier durchfahren, um auch die Pflanzen nicht zu zerstören. Und ab der Runde 2 geht es dann Vollgas weiter. Sofern es der Motor dann zulässt. Auch auf den Gartenbahn gerne mal beschleunigen. Wenn man den Ausgang der Kurve sehen kann. Oh, pass auf die Pflanzen auf, Junge. Ups. Ich gehe lieber auf Geschwindigkeit anstatt auf Effizienz, glaube ich. Merkt man schon ein bisschen, oder? So. Das war die erste Runde. Jetzt können wir ballern. Er ist auch nicht langsam, der Meer. Ein bisschen langsamer als der andere, den wir gerade hatten. Aber nicht viel langsamer. Ich glaube, der schafft irgendwie 11,8 km/h. Das ist in Ordnung. Für so kleine Grundstücke ist das vollkommen ausreichend. Ist auch schön breit. Hier ist der Rasen auch nicht so lang, dass man ständig langsam fahren muss. Und hier kann man eigentlich schön mit Höchstgeschwindigkeit durchfahren. Ja, Freunde, ich glaube, ihr habt alles gesehen, was man in diesem Spiel sehen kann. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Und wenn ihr mal noch mehr Videos sehen wollt, wo ich hier Rasen mähe, dann sagt gerne Bescheid. Ne? Ich bin ja bereit, das gerne mit euch zu teilen. Muss ich halt nur wissen, ob es gewünscht ist. Lasst doch gerne ein Like da. Gerne auch ein Abo. Ist für euch kostenlos. Und ihr macht mir damit eine Freude. Ich mähe jetzt hier noch ein bisschen weiter. Mache den Auftrag noch zu Ende. Und dann sehen wir uns in einem anderen Video wieder. Bleibt gesund, auf Wiedersehen. Ciao.